In der zweiten Runde des Unica ÖFB Cups konnte sich der FC Red Bull Salzburg nur mit viel Mühe gegen den Regionalligisten ASK BSC Bruckleiter durchsetzen. Die Niederösterreicher lieferten den amtierenden Titelverteidiger vor einer tollen Kulisse einen harten Fight und mussten sich dennoch nach 120 Minuten mit 1:3 geschlagen geben. Unser neuer Local Hero, Vedran Jerković, erzählt euch heute von seinen Anfängen als Straßenfußballer und warum dieses Spiel das Highlight seiner Karriere ist. Hallo Vedran, wie hast du das Spiel gegen den FC Red Bull Salzburg empfunden? Ja, ein Cup ist immer ein besonderes Erlebnis. Vor allem, wenn es gegen einen Bundesligisten geht und vor allem, wenn es gegen Salzburg geht. Die Niederlage schmerzt nicht so sehr als die Tatsache, wenn man das rückblickend anschaut, wie knapp es war. Es waren ja doch, glaube ich, 2000 Leute dort, die alle für uns gehalten haben. Und ich glaube, dass das zu merken war im Spielverlauf, dass die Leute immer mehr und mehr uns angefeuert haben, weil sie einfach gesehen haben, dass hier etwas möglich ist. Es war das Ganze rundherum, wie ich ins Stadion gekommen bin, um 2 Stunden vor Spiel. Man, das ist man ja nicht gewohnt, dass da alles aufgebaut wird, dass Fernsehkameras da sind. Das war alles speziell, aber es war ein super, super schönes Erlebnis. Abseits des Rasens ist der 36-Jährige erfolgreicher Betriebsleiter in einem Wiener Unternehmen. Wie vereinbarst du Beruf, Sport und Freizeit in deinem Leben? Ab und zu ist es schwer, unter einen Hut zu bringen, aber es überwiegt am Ende des Tages doch der Spaß und die Freude an dem Fußball, weil das mache ich jetzt schon eigentlich seit 25 Jahren. Und ich liebe es, ich bin 36 und ich will es, solange es geht oder solange mein Körper mithaltet, will ich es noch so machen. Und wie sieht ein normaler Arbeitstag für dich aus? Der Alltag schaut fast jeden Tag so aus, dass ich um 6 Uhr in die Arbeit fahre, um 7 Uhr in Wien ankomme. Eigentlich bis 15:30, 16 Uhr arbeite und dann von Wien runterfahre, direkt ins Training. Dauert circa jeden Tag bis 20 Uhr, 20:30 Uhr und bin dann um circa 21 Uhr zu Hause. Das ist ein Alltag mit Arbeit verbunden. Wie bist du zum Fußball gekommen? Wie ich zum Fußball gekommen bin? Ich bin ein gebürtiger Bosnier und habe eigentlich früher und auch in den ersten Jahren in Österreich nur auf der Straße gespielt. Für mich gehört Straßenfußball zum Fußball dazu. Ich meine, Training ist alles gut und schön, aber Straßenfußball lernt man Sachen, die man einfach im Training nicht lernen kann. Dieses Intuitive, dieses nicht nachdenken, sondern einfach nur machen. Und das ist einfach für mich, da habe ich meine Grundtechnik für das Ganze gewonnen. Du spielst bereits seit 6 Jahren in Bruck und wurdest 2-mal Meister. Was zeichnet für dich die Brucker Mannschaft aus? Das bin ich schon einmal gefragt worden. Uns zeichnet das, dass wir wirklich eine Mannschaft sind. Wir sind eine Mannschaft. Wir sind eine Mannschaft in der Kabine, außerhalb der Kabine und vor allem am Platz. Der Verein hat es so gelebt in den letzten 5 bis 6 Jahren, dass wir einfach nur Leute geholt haben, von denen wir überzeugt waren, dass sie zur Mannschaft passen charakterlich und dass sie einfach die Philosophie des Vereins mitleben. Wir wünschen Vedran und seiner Brucker Mannschaft alles Gute für die Zukunft und hoffen auf ein Wiedersehen im Unica ÖFB Cup.